denn so kommen wir auf jeden Fall gerade nicht weiter. Ich mag das ja eigentlich voll gerne zu rätseln, auch wenn ich ganz oft auf irgendwas nicht komme oder so. Es macht einfach Spaß und ich finde, es ist auch dann so eine innere Belohnung, was herausgefunden zu haben. Aber du bist jetzt gerade, wo du das Seil hochgeklettert bist, nicht nach rechts gegangen, oder? Nee. Das kann ich jetzt gerade gar nicht sagen. Nee, bist du nicht. Aber können wir ja gleich nochmal ausprobieren. Soll ich jetzt das Ganze oben? Ja. Kannst den Korb runterschmeißen. Sorgen wir für ein bisschen Terror. Der Korb war auf der linken Seite. Jetzt ist die Frage, na gut, das sehe ich ja gleich, ob man den da runterschmeißen muss. Ja, langziehen kann man den ja nicht, wenn er als Gerät da steht. Kannst du erstmal versuchen zu ziehen, aber ich glaube, das eher weniger, oder? Ja, aber geht nicht weit. Du Arschloch. Ja. So klein, aber du bist so ein richtiger Wichser. Das gefällt mir. Schon wie im Kindergarten, ne? Damals bei dir. Ja, genau. Ich habe immer alle mit diesen riesengroßen roten Schippen verprügelt. Die haben sie auch irgendwann verboten, weil die einfach zu krass abgegangen sind. Da ist einem ja schon glatt jemandem das Genick mitgebrochen. Hat tierisch Spaß gemacht, wurde oft strafversetzt. Ich war eigentlich in der Elefantengruppe, aber die habe ich echt nicht viel gesehen, die Kids da. Okay. So, Leute. Ich habe euch befreit, so nett wie ich bin. Ja, den einen, warte mal, links, ganz links, da war ja noch einer gefangen, den musst du auch noch rausholen. Ich glaube, diese Zahl da bedeutet die Anzahl von Personen, die das draufstehen. Stimmt, klar. 19 ja. Stück und 18. Wo du draufgestellt hast, waren es auch noch 18. Ja, den habe ich jetzt zum Beispiel wieder völlig vergessen. Den hätte ich wahrscheinlich 10 ohne Stunden dich lange suchen müssen. Jetzt kannst du da auch rüber, oder? War ich hier schon? Nee, ne? Nee. Ja, ich meine, die können mich ja anheben. Die Jungs. Da oben ist nämlich auch noch einer. Ich hab sie wahrscheinlich. Nee, jetzt kommen die hier nicht runter, oder was? Hallo. Können die dich auch schmeißen? Ja. Boah. Ja, geil. Ja. So, noch ein paar mehr. Obwohl, wenn man sowas spielt, dann geht man, glaube ich, automatisch schon, da hinten hin, so, also, weißt du, so entgegengesetzt, aber hier befreit haben wir sie ja jetzt noch nicht. Hä? Ah, geh nochmal zum Schalter, zum Schalter. Zu welchem Schalter? Ja, da, was du gerade gemacht hast. Weil da oben ist ja noch eine Schiene, vielleicht musst du das dann wieder ganz schnell zurückdrücken, weißt du, dass es dann genau dann sich anpasst und dass sie darüber fahren. Und jetzt wieder. Weißt du, wie ich das meine? Ja, warte. ich weiß, wie du es meinst. Aber es ist schwer umzusetzen. Dann müssen sie ein bisschen weiter nach. Nein, das habe ich schon wieder verkackt. Nee, geh mal weiter, schieb die mal ganz nach hinten wieder, oder fast nach hinten. Aber so meinst du, dass sie dann mit Schwung hochkommen? Ja, sollen jetzt wieder zurück. Und dann... Ja. Jetzt nach oben. Spät. Ich brech mir hier schon wieder einen ab. Der Controller ist mal kaputt, Leute. Der ist sowieso schon kaputt. Ich kann im Moment den Zombie-Modus, ich wollte eigentlich Zombie-Modus wieder ein bisschen spielen, aber meine Laufentaste ist kaputt, mal wieder. Du kannst ja umswitchen einfach auf irgendeinen anderen. So, jetzt. Ich kann mich nicht dran gewöhnen. Ja, ich hab's auf jeden Fall verstanden, ja. Es hat geklappt. Schulterklopfer auf mich selber, wo eigentlich brauchst du den, ja? Danke. Bitte. Aber ist kein Problem.
Ich helfe dir ja gerne. Sind das da hinten übelste Bassboxen? Ich bin der König der Welt. Ja, Mann, ah, jetzt kannst du auch, jetzt glaube ich. Ah, nee, glaube ich nicht. Ja, was? Sprich dich aus. Ich habe jetzt gerade überlegt, oben war ja, wenn du nach rechts gegangen bist, war ja so ein großer Sprung. Ne? Also dieser große Abstand. Da können die dich ja rüberschmeißen. Stimmt. Aber ich weiß nicht, wenn du dann darüber gehst, ob die dann einfach in den Abgrund darunter fallen. Aber es wäre eigentlich. Sind die ja eben auch nicht. Ja, okay. Wir probieren es einfach mal. Ich weiß ja jetzt nicht, wie die Speicherpunkte sind. Natürlich aber die sterben ja auch nicht. Ist ja scheißegal, wenn die runterfallen. Ja, es wäre aber scheiße, wenn ich sterbe, weil ich nicht weiß, was ich dann alles nochmal wieder machen muss. Aber die Idee ist gut, da wäre ich zum Beispiel jetzt auch, glaube ich, nicht drauf gekommen. Ich weiß, wie habe ich damals alle Adventures so lösen können? Ja, ich habe einfach eine wahnsinnige Geduld, das muss ich dazu sagen. Also ja, okay. Ich spiele es dann halt einfach so lange, bis es klappt. Bis es klappt, ja. Ja, du musst mitziehen. Andere Seite. Ja, ich will erst mal gucken. Jetzt habe ich die Lage gecheckt. Okay. So, gecheckt. Nehmen wir den Eumel hier mit. Den kannst du einfach nach unten schmeißen. Hätte es sich jetzt um eine weibliche Persönlichkeit gehandelt. Oh nein, bitte nicht. Dann hätten wir. Ah, gut, ich kann das nicht, dass es auf schwarz bleibt. Sind so unglaublich nett. Zuvorkommt? Nett, zuvorkommt. Stängert. Liebevoll. Liebevoll. Wir lassen uns gerne feiern. Sind das schon genug? Ich glaube nicht, ne? Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. Drei Stück fehlen noch. Okay, drei Stück fehlen noch für unser Glück. Nee, vier. Doch, vier. Nee, drei. Ich bin ja selber auch mit drauf. Ach, stimmt. Was ist nochmal passiert, wenn ich das gemacht habe? Oh. Ja, ihr Eumels. Ist gut. Es geht wieder nach unten. Oder gab es hier jetzt links auch noch irgendwas? Nein. Nee, geh nochmal nach unten. Wir müssen diese Leute da aus den Dingen da rausholen. Aus dem Käfig da. Das auf jeden Fall. Die brauchen wir. Da waren, glaube ich, drei Stück drin oder so. Ja, aber ich sehe jetzt immer noch keine Möglichkeit, die wie man das machen kann. Ich rauche erstmal noch fünf. Von rechts sind wir. Hast du die ja das erste Mal geholt, ne? Ja. Ich denke. Ich kann jetzt nicht zurückspulen, aber. Lass dich mal da hochschmeißen. Ja, ich wollte nur gucken, ob. Oder hochleben, eher gesagt. Jetzt gehst du mal nach rechts, anstatt nach links. Ich wollte. Was wollte ich? Gucken, ob der Wagen auf Position steht. Nee, da geht's nicht heute. Ja. Nee, springen tun die nicht, ne? Das weiß ich nicht. Also die drücken mich auch automatisch weiter. Ich hätte jetzt vielleicht die Idee gehabt, dass ich vielleicht mit denen zurückgehe. Das klappt nicht. Nee. Das heißt, wir wissen jetzt nicht genau, was wir hier machen müssen. Oder wie, eher gesagt. Wir wissen, was wir machen müssen, aber wie. Ja, ja, das, wie ist das was? Wenn du es nochmal ziehst, geht das? Nee, habe ich eben auch schon probiert. Ey, da komme ich ja im Leben nicht dran. Was ist denn, wenn ich da erst noch nicht draufstehe? Geh mal einmal komplett runter, wie hoch die dann geht. Dann reicht das auf jeden Fall. Ja,
Das ja, oder? Du springst erst dann drauf, wenn der hochfährt. Jetzt. Ja, aber irgendwie so in der Art muss das ja jetzt sein. Kannst du das Ding aufrichten, wo du, worauf du stehst? Scheiße. Aufrichten? Ja. Nein. Schieb das mal jetzt gegen die Wand dahin und dann drückst du das von der anderen Seite. Nee, geht nicht. Ja, aber irgendwie. Er springt aber auch nicht seitlich. Aber doch, jetzt hätte es klappen können. Das war zu viel zu früh. Meine Fresse, ey. Warum denken wir immer so kompliziert? Gut so, Johannes. Ja. Ja, ich hab was gelöst. So. Drei Leute. Ja, haben wir sie ja alle. Ja, wenn die Ochsen mal nicht da irgendwie was machen. Ja, Jungs, kommen Sie mit. Vorne trefft ihr noch ein paar Kumpels. Ich benutze euch. Aber ihr wollt das anscheinend ja auch nicht anders. Nur warum ihr so seid, das wissen wir selber nicht. Warum wir hier sind, auch nicht. Und vielleicht weiß es der Protagonist, nur wir nicht. Das ist ja viel wahrscheinlicher. Aber auf jeden Fall wird es jetzt wohl weitergehen. Kannst du dich eigentlich jetzt bewegen? Ja. Das kann ich. Gar nicht. Nee. Ich habe meinen Hut verloren. Oh, irgendwas passiert jetzt gleich. Oh, oh. Schnell dahinter verstecken. Ha 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 ha.